pleasant today. However, we are looking for a new front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72.22 over by the Good Folks of York. So, moin Leute, Tag 2 heute hier in New York. Nachdem wir gestern schon so einiges gesehen haben, hauptsächlich in Broadway und Times Square, machen wir uns heute auf in Richtung One World Center. Wir wollen mal über die Stadt schauen tagsüber und mal gucken, was wir noch so machen können. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt auch mit der Subway fahren. Das ist interessant. Ja, wir sind jetzt zum zweiten Mal ja schon hier in New York. Der erste Besuch in dieser Stadt war etwas chaotisch. Erstmal müssen wir uns diese Karte hier besorgen und das ganze Netz finde ich etwas kompliziert. Mittlerweile kennen wir uns aus, wir wissen jetzt die Linie 6 in Richtung Brooklyn Bridge. Die besuchen wir heute auch noch. Aber wenn ihr die noch nicht habt, diese bekommt man hier an solchen Automaten. Kostet 1 Dollar und am besten gleich mal mit 20 Dollar aufladen, weil vom Flughafen in die Stadt kostet schon 5 Dollar und jede einzelne Fahrt kostet übrigens 2,25 Dollar, egal wie weit man fährt erstmal. Das heißt, wenn ihr rausgeht und wieder reingeht, egal ob eine Strecke, kurze Strecke oder lange Strecke. Die falsche Treppe runtergelaufen, aber nicht richtig hier rausgehen. Wie ich gerade schon erzählt habe, wenn ihr rausgeht und wieder rein, kostet jedes Mal 2,25 Dollar. Man kann auch den Steg, also den Abfahrtsteg, einfach so wechseln. Ich komme immer wieder vor, als wäre ich in irgendeinem Hollywood-Film. Diese U-Bahn-Systeme, U-Bahn-Stationen kommen ja in sämtlichen Hollywood-Filmen vor, also mein Gefühl. Finde ich aber richtig cool hier. Jede Station sieht irgendwie anders aus und hat ihren eigenen Flair. Hier in New York. 30 Grad haben wir, man kann sehen, blauer Himmel. Hier ist die Brooklyn Bridge, die besuchen wir nachher erst jetzt. Aber man kann schon sehen, ein extremer Andrang dort. Also es wird sehr, sehr eng werden auf dieser Bridge. Aber jetzt gehen wir erstmal zum One World Center. Ja, nicht alles so billig hier, ne? 37 Dollar pro Person hat jetzt die 15-minütige Experience gekostet. Ich hoffe, wir können ein bisschen länger oben bleiben. Ich habe gelesen, man darf nur 15 Minuten oben bleiben. Nee, das stimmt nicht. Nee? Es steht unten, dass es alle 15 Minuten nach oben geht. Aber nicht, dass man nur 15 Minuten bleiben darf. Denn die vor uns, es ist jetzt 10 Uhr, haben nach der Öffnungszeit der Bar gefragt. Die macht erst um 11 Uhr auf. Das heißt, die müssen jetzt eine Stunde oben bleiben. Das ist also gemein, alle 15 Minuten fährt der Aufzug. Okay. Hi. Hi. Jetzt weiß ich auch, warum wir gefragt worden sind, woher wir kommen. Heute sind die meisten Besucher aus Deutschland. Wer macht es wohl glauben? I am in cool. 7 seconds. Have a nice time. Woo! Power 7 seconds. Oh. すごいね。あ、フィートがもう250フィートだ。50フィート。50フィート。
Welcome to One World Observatory. Wow, im 102. Stock, ich merke es richtig extrem in den Ohren. Und war das nicht mal eine richtige coole Show in diesem Fahrstuhl? Habe ich noch nie erlebt. Meistens filmt man hier immer nur, wie die Stockwerke sich so aufreihen, aber das war richtig cool. See forever. Ja, die Amerikaner wissen, wie man eine Show aufbaut. Das war mal richtig cool. Erstmal 2 Minuten aufweise New York-Bilder und dann, wer Art ist, geht einfach die Wand hoch und man sieht von oben hinab. Wow. Ja, was für eine Aussicht. War ja irgendwie klar, aus dem 100. Stockwerk, wobei sind die jetzt hier? Wir vorne waren am 102. Stockwerk, jetzt sind wir am 101. Stockwerk, wir können noch einen Stockwerk runterlaufen. Aber man kann hier einmal quasi rumlaufen, 360 Grad. Und wir haben richtig tolles Wetter, wir können richtig weit schauen. Hier ist die Feuerstatue im Hintergrund. Mal gucken, was wir noch so alles sehen. Wenn du direkt runter guckst, das wackelt total. Ich muss mich festhalten, ey. Hast du Höhenangst? Nee, aber schwindelig ist mir auf einmal. Guck mal da runter und schau dir mal kleinen Menschen an. Ich kann das gar nicht angucken. Also offensichtlich nur dir. Mir nicht. Aber ich glaube schon, dass das Gebäude ein wenig schwankt. Aber es ist nicht wirklich windig draußen. Mal sehen, wie, oder ich, es würde mich interessieren, wie es ist, wenn es wirklich stürmisch ist draußen. Lieber nicht. Aber es soll ja das stärkste Gebäude der USA sein, also Strongest Building, habe ich gelesen. Mann. Ein großer Nachteil hat es ja, es ist hier ein schräges Fenster überall rundherum, dadurch spiegelt sich leider alles, das ist nicht so toll. Mal gucken, wie es auf den anderen Aussichtsplattformen ist. Aber ich denke, eine offene Aussichtsplattform wird es hier wohl in der Höhe nicht geben. So, und wieder unten ein richtiges Spektakel. Ja, der Aufzug ist quasi das Beste an allen, würde ich mal sagen. Natürlich auch die Aussicht. Aber ich finde es nicht so toll, dass sich alles so spiegelt. Das war nicht so toll. Jetzt gucken wir uns erstmal ja das Mahnmal an und die mit den zwei Brunnen, die Riesenbrunnen, wo ehemals die World Trade Center gestanden haben. Der ehemaligen Gebäude sein, kommt mir gar nicht so groß vor, also zumindest der Durchmesser. Wenn man die Gebäude dann so sieht, denkt man, es ist viel, viel breiter und höher, weil es so hoch ist, aber naja, so kann man sich täuschen. Sind wir uns ein bisschen unschlüssig. Wir brauchen eigentlich Bargeld. Das soll hier der ATM sein. Irgendwie sieht er nicht so ganz vertrauenswürdig aus. Man
denkt, ja, oder wir haben eigentlich gedacht, dass wir hier in New York nur mit Kreditkarte uns fortbewegen wollen. Aber wenn wir uns einen Hotdog holen wollen oder solche Dinge auf der Straße, braucht man auch hier Bargeld. Und es ist noch nicht mal 12 und wir haben Hunger. Wir haben ja den Tag schon wieder relativ früh begonnen. Und was essen wir hier? Natürlich den New Yorker Hotdog, wobei Dominik diesmal ein Chili Cheese Dog genommen hat. Mal gucken. Aber ich bleibe beim Original. Irgendwie sehen die bei jedem Stand anders aus. Und überall ist was anderes drauf. Das ist meine Meinung. Aber sieht lecker aus. Eine Alternative zur kostenpflichtigen Fähre zu der Freiheitsstatue ist die Staten Island Fähre. Die fährt zwar nur dran vorbei, aber da könnt ihr trotzdem einen richtig tollen Blick auf die Freiheitsstatue haben und auf dem Rückweg einen richtig geilen Blick auf die Skyline von New York. Definitiv zu empfehlen, denn diese Fähre ist kostenlos. Wow, schon lange kein Geheimtipp mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so ein Video ist wie unseres. Leider ist es halt so. Stehen haufenweise Leute hier an. Hoffentlich kommen wir noch einen Platz draußen. Alle rennen so nach oben. Vielleicht ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee, einfach jetzt auf dem Hinweg unten zu bleiben, um auf dem Rückweg so schnell wie möglich dann wieder zurück auf die Fähre zu kommen und dann den besseren Platz zu bekommen. Wer weiß. Erlebnis, wer Geld sparen will und nicht unbedingt Wert darauf legt, die Freiheitsstatue ganz nah zu sehen, der sollte sich die Staten Island Fähre gönnen, weil die ist kostenlos und dann sieht man eigentlich alles und ist ein kleines Erlebnis. Ja. Die teuerste Eiscreme in unserem Leben. $17 für diese zwei Dinger hier. Selber schuld, wenn man an der Brooklyn Bridge Eis kauft. Aber es sah halt lecker aus. Ja, egal. Ich sag euch, es ist so heiß heute. Und vor allem die Menschenmengen an der Brooklyn Bridge. Wir haben uns jetzt gesagt, nein, die sparen wir uns. Wir hatten die ja im Mai schon mal, früh am Morgen. Das ist übrigens zu empfehlen, am Morgen gleich zur Brooklyn Bridge zu laufen. Nachmittags, jetzt die Uhrzeit, aber wir haben es jetzt 16 Uhr. Also ist sowas von voll und auch bei der Hitze. Nein, wir gehen jetzt ins Chinatown. Haben genau. Wir uns so spontan überlegt. Da ist vielleicht mehr los, weil da waren wir letztes Mal viel zu früh da war nämlich nichts los. Oh, ich hab leider nichts. Ach, das ist ja wie im Zoo. Also gleich nach der City Hall, da waren wir ja gerade, da ist ja auch die Metrostation, ist das Chinatown hier von New York. Ich habe es mir mal ein bisschen größer vorgestellt. Eigentlich denke ich jetzt nur eine Straße oder maximal zwei. Oder was man dir, vielleicht kenne mich nicht zu gut aus. Okay, es sind doch ein bisschen mehr als zwei Straßen. Es ist ein ganzer Block, würde ich mal behaupten. Es war kein frischer Fisch da drin. Oh. Nee.
auf dem Times Square ist hier so eine Riesenstufe, so eine Riesentreppe mitten aufgebaut. Ich dachte ja früher, was ist das eigentlich, was ist das sinnvoll? Aber jetzt weiß ich, wir setzen uns einfach hier hin und beachten den Trubel und auch die wechselnden Werbereklamschilder. Mein Amazon-Paket ist da, genau genommen zwei Stück. Stefan, der Double Tree by Newton hat geklappt. Das klappt sogar bei Amazon was bestellen. Allerdings ist eins zu sagen, zwar wurde mein Amazon.de, also mein deutscher Amazon-Account, übernommen. Meine Prime-Mitgliedschaft allerdings nicht. Das heißt, ich musste hier erst mal einen Testmonat beginnen. Dann habe ich 2-Days-Delivery gehabt, das allerdings dann 1-Day-Delivery war. Und habe mir direkt ins Hotel was bestellt. Mit 430 Euro Reisefreimenge klappt das auch super. Und dank des tollen Dollar-Euro-Kurses und der wesentlich günstigeren Preise hier bei Amazon einmal das hier. Das ist für mich. Nochmal das hier. Ja, das ist für Stefan. Und natürlich Original Sony Akkus habe ich auch noch bestellt. Die sind deutlich günstiger als bei uns in Deutschland. Da sind sie. 73 Ja, mal gucken. Wir haben Hunger, aber siehst du mal, in New York abends sind die Bars dann doch recht voll. Also müssen wir noch 15 Minuten warten, bis unser Tisch frei wird. Wir haben einfach mal nach einer Recommendation hier gefragt, was sie empfehlen kann. Und der folgen wir jetzt. Mal schauen, ob das die richtige Wahl war. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt an der Bar, denn hier gibt es auch Essen, statt mit diesem, mit diesem Warteteil zu warten. Mal schauen, wie es ist. Alle sitzen an der Bar. Bowles würde sich kein einziger an die Bar setzen. Nee. Und vor allem hier essen, das ist so geil. Wir haben uns ja entschieden, habe ich schon gesagt, nee, wir haben uns entschieden, dieses komische Ding zurückzubringen und hier an der Bar zu essen. Und Tracy, ich nenne sie jetzt mal so, hat uns sogar was. Ja. Und ja, haben wir ja gleich immer diesen Service-Gedanken. Mal schauen, ob das stimmt, was ihr sagt. Aber naja, wenn du Tracy mal drauf hast. So, ich denke, die kann das beurteilen. Das glaube ich auch. Aha. Es ist noch ein Burger. Meine imaginäre Tracy hat ja recht. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber The Pig ist absolut geil, muss ich sagen. The Pig. The Pig. Das Schwein. Ich hatte ja die drei kleinen Burger hier. Einer fehlt schon, aber auch sehr gut. Eine kleine Auswahl von verschiedenen Möglichkeiten hier. Das war extrem lecker. Yummy. Ja, jetzt trinken wir noch das Bier aus und dann war es erstmal für heute. Ja. Ja, das war's. Und übrigens, nicht vergessen, Trinker zu geben, ist ja hier in Amerika ein Muss letztendlich, ne, weil die Kellner davon ja leben. Nur so mal nebenbei gesagt. Aber, jetzt, aber sie konnte gut empfehlen und da ist das ja, Trinkgeld eben. Dann auch tatsächlich. Okay. Ja. So, das war's. Unser Tag hier in New York. Wir gehen nach Hause, haben nett Trinkgeld gegeben meiner Tracy. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Für uns den Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Macht's gut. Ciao.